Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video werden wir uns weiter mit dem Thema beschäftigen, wie wir HTML-Seiten nicht nur erstellen, sondern auch gestalten können. Dazu hatte ich neulich angefangen, eine kleine Seite mit Buchempfehlungen zu erstellen, die zunächst einmal noch ungestaltet war. Am Ende dieses Videos soll diese Seite dann endlich so aussehen, wie ich das beim letzten Mal schon in Aussicht gestellt hatte und hier auf dieser Folie noch einmal zu sehen ist. So weit sind wir noch nicht gekommen, denn wir kannten zu dem Zeitpunkt lediglich HTML, sodass wir die Seite zwar strukturieren konnten, aber nicht mit einem Layout versehen. Ich werde gleich noch einmal kurz rekapitulieren, wo wir derzeit stehen. Das Ziel dieses Videos ist es nun, zu zeigen, wie wir zu diesem Resultat kommen, das dann eine gestaltete HTML-Seite enthält. Dieses Video ist wieder als Singalong angelegt, soll heißen, probiert alles das, was ich hier mache, selber aus und versucht das aktiv nachzuvollziehen. Haltet das Video dazu immer wieder an und wenn es Probleme gibt, schaut euch genau die Unterschiede an, wo ihr vielleicht etwas anders gemacht habt als ich. Ich hatte schon mehrfach gesagt, dass es oft auf winzige Kleinigkeiten ankommt. Im vorletzten Video hatte ich auch Hinweise zu hilfreichen Tools wie den Validatoren gegeben. Diese kann man hier sinnvoll nutzen. Auf geht's! Wir sehen hier wieder die kleine Entwicklungsumgebung, mit der wir immer arbeiten. Da haben wir zum einen den Editor, in dem ich schon die Datei buchtipps.html geöffnet habe. Wir haben hier den Browser, in dem wir die Datei ebenfalls schon sehen. Und wir haben unseren Ordner mit verschiedenen Dokumenten, unter anderem auch anderen Dokumenten, die ich im Rahmen dieser letzten Videos verwendet habe. Für uns interessant sind an dieser Stelle nur die Datei buchtipps.html, das ist die, die wir hier gerade sehen. Whalerider.html, das ist die Buchbeschreibung für dieses erste Buch. Und der Ordner Bilder, in dem sich mehrere Bilder befinden, auch welche, die wir für dieses Video nicht brauchen, sondern für andere Videos bislang gebraucht haben, aber auch eben einige der Bilder, die wir hier brauchen werden, nämlich insbesondere die drei Bilder der Cover der Bücher und ein Banner, das ich gerne oben anzeigen möchte. Wir sehen hier rechts in dem Bild oder hier unter mir in dem Bild, sehen wir nochmal, wo wir am Ende dieses Videos angekommen sein wollen. Und dafür brauchen wir eben alle diese Ressourcen. Wenn wir uns das jetzt also noch einmal angucken, dann sehen wir hier ein ganz normales HTML-Dokument mit seinem Kopf, mit seinem Rumpf. Der Titel ist Haralds Buchtipps. Das ist auch das, was hier oben in dem Titel, in der Titelzeile des Browsers angezeigt wird. Wir sehen dann hier runter in dem eigentlichen Header den Text Haralds Buchtipps. Das ist die Überschrift, die wir hier sehen. Und der kleine Absatz, hier ist eine kleine Liste mit Büchern, die ich euch empfehlen möchte. Dann kommt ein Artikel. Der erste Artikel enthält genau dieses erste Buch, nämlich erstmal ein Bild, das wir hier einbinden. Einen alternativen Text müssen wir immer angeben, hatte ich schon gesagt. Den brauchen wir hier also auf jeden Fall. Wir haben dann die Überschrift mit dem Titel des Buchs. Wir haben dann eine Überschrift zweiter Kategorie mit dem Namen des Autors. Wir haben dann einen Absatz mit Text. Das ist die Kurzbeschreibung unseres Buches. Und wir haben dann einen Footer, in dem wir den Text weitere Informationen stehen haben und der einen Link enthält auf eine weitere Seite. Und damit gelangen wir dann genau eben auf die Seite zu dieser Buchbesprechung hin. Und wir sehen dann hier unten drunter die weiteren Bücher. Und das finden wir natürlich auch im HTML-Quelltext wieder. Hier haben wir den zweiten Artikel. Das ist das zweite Buch, was hier beschrieben ist. Und hier unten drunter das dritte Buch, was beschrieben ist. Auch immer Cover, Titel des Buchs, Name des Autors oder der Autorin, kurze Beschreibung, ein Link zu weiteren Informationen hier zur Wikipedia, das müssen wir uns nicht angucken, die Seite gestalten wir ja nicht selber, da müssen wir uns also nicht mit beschäftigen. Und ganz unten zu guter Letzt haben wir noch einen Footer, in dem nochmal ein kurzer Hinweis, ein redaktioneller Hinweis gewissermaßen steht. Was wir nun machen wollen, ist, dass wir diese Seite gestalten, sodass sie am Ende eben so aussieht, wie wir das in dem Bild hier unter mir sehen. Dazu gehen wir als allererstes her und binden hier jetzt ein Stylesheet ein. Wir könnten Styles hier direkt angeben, weil wir aber im Prinzip jedenfalls auch mehrere Seiten gestalten wollen. Machen wir das üblicherweise so, dass wir hier ein Stylesheet von extern einbinden. Ich habe das mal wieder vorbereitet, damit ihr mir nicht beim Tippen zugucken müsst. Und ihr seht eben, dass ich hier ein Stylesheet namens hübsch.css einbinden möchte. Die Datei hübsch.css gibt es natürlich noch nicht, weil ich keinen Pfad angebe, muss sie im gleichen Ordner liegen wie unsere Datei Buchtipps, die wir hier haben. Ich könnte sie natürlich auch in einen anderen Ordner legen, dann müsste ich hier aber einen Pfad entsprechend angeben. Und wir erstellen dann hier im Editor gleich noch eine neue Datei und nennen die dann entsprechend auch gleich hübsch.css. Die Datei enthält natürlich erstmal noch gar nichts und damit sind wir mit unserer Buchtipps-Seite im Grunde genommen fertig. An der müssen wir jetzt gar nicht mehr viel verändern, vielleicht sogar gar nichts verändern, das gucken wir gleich mal. Und die können wir jetzt hier drüben einmal neu laden und ändert sich natürlich nichts, weil wir ja noch keine Stilangaben vorgenommen haben. Das wollen wir aber genau jetzt als nächstes tun.
Dazu gehen wir jetzt also in unser Stylesheet hinein und wollen als erstes einmal Angaben machen, die für das gesamte Dokument gelten sollen, dafür also für unseren Body. Und zwar, was möchte ich als allererstes machen? Ich möchte zunächst einmal festlegen, dass ich eine bestimmte Hintergrundfarbe verwende. Und zwar soll das bitte ein heller Grauton sein. Ich nehme F0, F0, F0 hätte ich da gerne. Das sind, wie gesagt, alles jetzt willkürliche Setzungen. Aber das ist das, was ich mir vorgenommen habe, wie wir das auf dem Bild hier gerade unten unter mir sehen. Also die Hintergrundfarbe soll das sein. Und dann hätte ich gerne eine bestimmte Schriftgröße, die ich hier verwende. Und die soll betragen 11 Pixel. Das ist das Zweite. Dann hätte ich als Nächstes gerne eine bestimmte Schriftart, die verwendet werden soll. Das ist die Font Family. Und die soll nach Möglichkeit eine Verdana sein, wenn der Benutzer die auf seinem Rechner installiert hat. Wenn er die aber nicht hat, soll bitteschön stattdessen eine Tahoma verwendet werden. Und wenn auch die nicht existiert, dann bitte eine immer vorhandene serifenlose Schrift, die eben sans serif heißt, eine Systemschrift, die also immer existiert und damit garantiert dargestellt werden kann von jedem Webbrowser. Ich möchte dann außerdem noch den Zeilenabstand etwas verändern. Das ist mir hier alles ein bisschen eng. Die Zeilen werden gleich kürzer werden, wie wir das ja rechts unten in dem Bild schon sehen oder unter mir in dem Bild schon sehen. Aber der Abstand hier, der ist mir ein bisschen klein. Mir hängt der Text alles ein bisschen zu sehr aufeinander. Und deshalb vergebe ich hier also einen Zeilenabstand. Das ist eine Line Height. Von 16 Pixeln hätte ich hier gerne. Und zu guter Letzt möchte ich noch den Rumpf des gesamten Dokuments auf 900 Pixel begrenzen. Das heißt also, das Dokument soll niemals breiter werden als das. Und dann können wir das einmal hier speichern, laden das hier drüben einmal neu und sehen jetzt schon, dass sich einiges verändert hat. Und das mit der Breite sieht man jetzt hier nicht so gut, weil mein Fenster zu schmal ist. Aber wenn ich das breiter ziehe, sehen wir, dass der Text unten, der Absatz, nicht breiter wird als das, was ich da angegeben habe. Also das funktioniert offenbar soweit. Die Schrift ist eine andere, die Schriftgröße ist eine andere, die Zeilenabstände sind anders und so weiter und so fort. Also alles das, was ich hier vorgenommen habe. Dass es ein hellgrauer Hintergrund ist, erkennt man nicht so richtig gut in diesem Video, aber damit müssen wir leben. Guckt es euch einfach im Beispiel an, guckt es euch auf eurem Computer an und dann werdet ihr das sehen. Jetzt möchte ich von oben nach unten gewissermaßen vorgehen und mich als allererstes mal um diesen Header kümmern. Also das, wo Haralds Buchtipps und hier ist eine kleine Liste mit Büchern und so weiter steht. Dieser Header, das ist ja auch ein HTML-Element, das wir da haben, Header. Und auch für den können wir jetzt eine Formatierung angeben. Auch der soll zunächst einmal eine Hintergrundfarbe erhalten. Und zwar soll der tatsächlich weiß sein. Also abweichend vom Hintergrund des Dokuments soll der weiß sein. Das müsste ich nicht machen, wenn das Dokument selber einen weißen Hintergrund hätte. Aber jetzt hat ja alles einen grauen Hintergrund bekommen. Und so bekommt der Header jetzt also erstmal einen weißen Hintergrund. Das brauche ich gleich nur, weil da unten dieser kleine Absatz ja unten drunter unter dem Bild, unter diesem grünlich schimmernden Bild liegen soll, unter dem Bannerbild. Und das ist das nächste, was wir jetzt einbinden, nämlich dieses Bild, was wir da oben haben. Ein Background Image und das möchte ich als eine URL einbinden. Das liegt im Verzeichnis Bilder und jetzt gucken wir nochmal nach, wie das heißt, Bilder. Und da gibt es dieses Bild banner.jpg und das möchte ich hier natürlich einbinden. Ich schreibe das sicherheitshalber genauso wie in dem Dateinamen da unten. Das ist klein geschrieben, deshalb schreibe ich das hier entsprechend auch klein. Gut, dann haben wir also das Bild hoffentlich hier eingebunden. Und dann möchte ich, dass dieses Bild sich auf gar keinen Fall wiederholt. Das ist tatsächlich genau 900 Pixel breit, deshalb ist das hier gar nicht fürchterlich wichtig. Weil das Bild eben nie breiter sein kann als der Rumpf. Entschuldigung, das Bild nie schmaler sein kann als der Rumpf des Dokuments natürlich. Denn beide sind ja, habe ich ja so gewählt, das Bild habe ich so gestaltet, dass es genau 900 Pixel breit ist. Das muss also nicht gekachelt werden. Sicherheitshalber vergebe ich das aber hier trotzdem, dass es also nicht wiederholt wird, das Bild. Background Repeat, No Repeat. Und dann möchte ich diesem Kopf auch noch eine Höhe mitgeben. Der soll nämlich gerade 140 Pixel hoch sein. Und wenn wir uns das jetzt hier drüben angucken, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Noch nicht das, was wir wollen, aber wir kommen allmählich näher. Wenn wir hier nochmal gucken, das Banner ist nur 110 Pixel hoch. Das heißt, hier unten sind irgendwie 30 Pixel Platz noch drin. Das kann man hier nicht so gut erkennen. Das ist eigentlich weiß auf grau. Wie gesagt, ist nicht so gut erkennbar hier. Probiert es selber aus, dann werdet ihr es sehen. Jetzt mache ich mich an die Gestaltung des Inhalts auf diesem Header, also alles das, was hier drauf liegt. Der Text soll ja in einer anderen Schriftgröße soll der hier erscheinen. Er soll außerdem ein bisschen Abstand er soll nach rechts wandern und er soll hier nicht so am Rand kleben, wie er das jetzt tut, sondern soll ein bisschen Abstand bekommen. Darum muss ich mich also jetzt kümmern. Ich
mache das also jetzt, lege das fest für Header, für das Element H1. Wenn wir noch mal in unser Buchtippsdatei hineingucken, sehen wir, das ist Header H1 und Header P. Das sind die beiden Dinge, um die ich mich hier kümmern muss. Für Header H1 lege ich also jetzt fest, dass ich eine Font Size, eine Schriftgröße von 20 Pixel verwenden möchte. Ich möchte, dass der Text bitte rechtsbündig erscheint. Und ich möchte ein Padding vergeben von 10 Pixeln, sodass ich also so einen gewissen Abstand hier erhalte. Jetzt gucken wir uns das mal an hier drüben und dann sehen wir, dass das nach rechts gewandert ist. Und jetzt muss ich das wieder ein bisschen breiter ziehen. Dann sehen wir, hier ist ein bisschen Abstand nach oben und ein bisschen Abstand nach rechts auch entstanden. Das ist genau das, was ich gerne haben wollte, sodass wir das also so sehen. Ich lasse das hier gleich mal ein bisschen breiter, dann kann man das gleich immer besser sehen. So, dann müssen wir als nächstes hergehen und müssen für unseren Absatz in dem Header auch noch etwas machen. Das war Header P, was wir da hatten. Und auch da sehen wir, das klebt hier auch so am Rand. Das möchte ich auch vermeiden. Ich mache das doch wieder schmaler, das ist doof so. Das möchte ich also auch natürlich ein bisschen weg von da haben. Also gebe ich dem ebenfalls ein Padding mit, aber nur nach links. Nicht nach oben, nicht nach unten, sondern nur nach links hin möchte ich dem ein Padding geben. Das mache ich mal nur 5 Pixel breit und positioniere das absolut. Das ist etwas, was wir uns nicht näher angeguckt haben. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so ganz viel zu sagen, was das mit der Positionierung auf sich hat. Aber hiermit können wir festlegen, wo exakt das Bild auf der Seite, Entschuldigung, das Element auf der Seite liegen soll. Also dieser Absatz kriegt jetzt es wird nicht wie alles andere automatisch vom Browser positioniert, sondern er wird zumindest ein Teil der Positionierung legen wir fest, nämlich dass er 120 Pixel von oben beginnen soll. Wir erinnern uns, das Banner ist 110 Pixel hoch. Und diesen Absatz haben wir jetzt auf 120 Pixel von oben gesetzt. Das heißt, auf diese Art und Weise haben wir jetzt diesen kleinen Abstand hier oder haben den Text darunter gesetzt. Und das ist genau das, wie wir das in dem Bild hier unter mir sehen. So hätte ich das, wollte ich das gerne haben. Damit sind wir jetzt fertig, was unseren Header angeht. Und wir können uns jetzt den einzelnen Büchern zuwenden. Die hatten wir jeweils ja in Artikel gesetzt. Gucken wir das nochmal hier drüben an. Das sind ja jeweils Artikel gewesen. Und in denen haben wir Elemente Image, H1, H2 und P sowie einen Footer. Und um die müssen wir uns jetzt also als nächstes kümmern, dass die vernünftig aussehen. Also, was machen wir in dem Artikel? Zunächst mal sagen wir für den ganzen Artikel, da wollen wir ja die Bücher immer, wie wir das hier unter mir sehen, auf diesen Flächen, auf diesen farbigen Flächen liegen haben. Dafür sorgen wir also jetzt als allererstes mal, dass diese Elemente eine Farbe bekommen. Das machen wir wieder mit einer Background Color und da habe ich mir eine ausgedacht, die heißt D2, D3, C5. Auch hier wollen wir wieder ein Padding haben, damit auch da der Text nicht wieder am Rand dieses Kastens klebt, sondern so ein bisschen nach innen abgesetzt ist. Dann nehme ich mal ein Padding von 4 Pixel. Und jedes dieser Elemente soll eine Breite, also jeder dieser Artikel soll eine Breite von 280 Pixel haben. Drei davon möchte ich ja nebeneinander anzeigen, wie wir das hier unten unter mir sehen. Und 3 mal 280 ist natürlich ein bisschen weniger als 900, lässt sogar noch ein bisschen Platz für Abstände dazwischen, denn die wollen wir gleich auch haben, weil eben, wie wir das ja hier unten unter mir sehen, diese Bilder, diese drei Artikel nicht direkt aneinander klatschen sollen, sondern soll so ein bisschen Abstand dazwischen sein. Was müssen wir noch machen? Wir wollen die Artikel nebeneinander haben. Dafür müssen wir ein Float vergeben. Und da machen wir ein Float Left. Das sorgt dafür, dass eben das Element linksbündig ist, dann das nächste daneben kommt, das nächste daneben, soweit wie es Platz hat, soweit wie es passt. Und dann in der nächsten Reihe gewissermaßen weitergeht. Also wenn wir mehr als drei Bücher hätten, würden die nächsten Bücher dann natürlich unten drunter kommen. Denn mehr als drei würden in diese 900 Pixel Breite nicht hineinpassen. Dann hatte ich gerade gesagt, wollen wir so ein paar Abstände noch festlegen. Und zwar möchte ich immer, dass jeder dieser Artikel einen Abstand nach links von 5 Pixeln hat, dass jeder dieser Artikel einen Abstand nach rechts von 5 Pixeln hat und dass jeder dieser Artikel einen Abstand nach oben von 10 Pixeln hat. Damit kriegen wir gleich noch mal ein bisschen Abstand zu der Überschrift oben hin. Und wenn wir jetzt mehrere Artikel untereinander hätten, also unsere Seite mehr Bücher enthielte, als das bei mir jetzt der Fall ist, dann würden die auch ein kleines bisschen Abstand voneinander gewinnen. Das ist also die Idee, die ich hier habe.
Und man könnte diese Margin-Angaben auch ein bisschen kompakter schreiben. Ich mache das aber hier bewusst ein bisschen geschwätzig. Wie man das sonst noch machen kann, könnt ihr mal selber recherchieren und herausbekommen. So, und dann sehen wir jetzt, ich mache das hier mal wieder breiter, damit man das vernünftig sieht, dann sehen wir, dass jetzt hier auf diesen 900 Pixel Breite, so halbwegs wenigstens, genau unsere drei Bücher sind. Ja, noch nicht so richtig schön. Vor allem sehen wir, dass hier das Buch hier hinten so drüber rausragt. Also mit den Bildern, da müssen wir noch was machen. Naja, und die ganzen anderen Sachen, da müssen wir natürlich gleich noch dran gehen. Wir haben erstmal nur diese Artikel, also diese farbigen Flächen für die Artikel hier auf dieser Seite geschaffen. Mehr haben wir ja noch nicht getan. Und da können wir jetzt weitermachen. Jetzt gehen wir als nächstes her und setzen zunächst einmal die Überschrift, die H1-Überschrift, die wir da haben, innerhalb der Artikel. Nicht alle H1-Überschriften, denn die ganz oben, die H1-Überschrift, da wo steht Haralds Buchtipps, die wollen wir nicht gestalten, sondern wir wollen nur die Überschriften innerhalb der Artikel gestalten. Deshalb Artikel H1, kein Komma dazwischen, sondern ein Leerzeichen. Das besagt also nur die Überschriften innerhalb von Artikeln. Die sollen jetzt eine bestimmte Schriftgröße bekommen, nämlich eine Schriftgröße von 13 Pixeln, habe ich mir überlegt. Dann machen wir das einmal, laden das hier drüben wieder neu und sehen, das ist jetzt hier schon mal kleiner geworden. Jetzt wollen wir das natürlich auch mit den Überschriften vom Typ H2 machen. Und da nehmen wir das jetzt einfach hierher, weil es ein bisschen schneller geht, kopieren das hier einmal nochmal drunter, machen daraus ein H2 und sagen, dass das bitteschön noch ein kleines bisschen kleiner sein soll. Die sollen nämlich nur 11 Pixel groß sein. Und dann machen wir das und schon haben wir auch das erreicht. Damit haben wir also jetzt die Artikelüberschriften gestaltet. Jetzt wenden wir uns den Bildern zu. Die Bilder natürlich auch wieder nur innerhalb der Artikel, denn ansonsten wäre ja auch unser Hintergrundbild, was wir ganz oben in dem Banner haben, wäre ja auch davon betroffen. Auch das ist ja ein Bild, das wollen wir aber nicht gestalten. Wir wollen nur die Bilder innerhalb der Artikel gestalten. Also machen wir hier Article Image hin, also alle Bilder, die innerhalb von Artikeln liegen. Die sollen jetzt eine bestimmte Höhe von erhalten, nämlich 144 Pixel hoch sein. Ich möchte die also einheitlich in der Höhe haben. Ich möchte, dass die vom Text umflossen werden. So sehen wir das ja hier unter mir. So ist das ja da dargestellt. Also auch wieder left hätte ich die gerne. Ich könnte sie auch rechtsbündig natürlich setzen. Dann würde der Text links an den Bildern vorbeifließen. Ich mache das aber so rum. Und dann möchte ich wieder dafür sorgen, dass der Text nicht direkt an den Bildern klebt. Und deshalb brauche ich von den Bildern her nach rechts hin einen Abstand von, sagen wir mal, 5 Pixel. Das muss man dann immer ausprobieren, was da gut aussieht. Ich habe das schon mal vorher ausprobiert, deshalb weiß ich das. Und schon sieht das Ganze so aus. Na, das ist doch schon ein ganzes Stück näher an dem, wie wir das hier unten unter mir sehen. Wir haben also hier jetzt die drei Artikel auch jeweils auf diesen Panels liegen, mit jeweils einer Buchbesprechung drauf. Da ist überall so ein kleines bisschen Abstand drin. Hier sehen wir, dass die Bilder nicht ganz am Rand kleben. Der Text klebt nicht an den Bildern dran. Die Schriftgrößen sind alle halbwegs vernünftig. Also schon mal gar nicht so ganz verkehrt, wie ich finde. Aber was noch fehlt, ist, dass wir hier unten dieses weitere Informationen hübsch bekommen. Gucken wir uns das nochmal an, wie sah das in der HTML-Datei aus. Das ist hier unten der Footer gewesen. Der Footer und in dem befindet sich ein Anker. Die beiden müssen wir jetzt gestalten. Also den Footer als Ganzes erstmal, auch wieder nur den Artikel-Footer, nicht den Footer generell. Denn hier unten auf der Seite haben wir auch noch einen Footer. Den lassen wir übrigens nachher ungestaltet, um den kümmern wir uns einfach mal nicht. Könnten wir auch noch machen, lassen wir aber bleiben. Ich möchte aber zumindest den Artikel-Footer gerne gestalten, und zwar indem ich ihn rechtsbündig setze. So haben wir das ja hier unten, sehen wir das ja hier unten in dem Bild unter mir. Also Right, zack, speichern, neu laden und schon ist der Text hier rüber gewandert. Sieht also schon mal gar nicht so verkehrt aus. Aber jetzt wollen wir natürlich noch dafür sorgen, dass das eine schwarze Schrift bekommt oder eine ganz dunkel, sehr, sehr dunkelgraue Schrift, also fast schwarze Schrift soll es sein. Tatsächlich kein vollgesättigtes Schwarz möchte ich da verwenden. Und ich möchte, dass der Text nicht mehr unterstrichen ist. Das ist also der nächste Schritt, den wir machen. Dafür müssen wir jetzt den Anker gestalten. Wir können hier uns jetzt erlauben, alle Anker so zu gestalten. Das möchte ich einheitlich auf der ganzen Seite haben. Wir haben sowieso Anker nur innerhalb der Artikel. Ich könnte auch Artikel A sagen, das würde hier keinen Unterschied machen. Aber wenn ich noch andere Anker hätte, würde ich die hiermit natürlich auf die gleiche Art und Weise gestalten, was vielleicht ja auch gar nicht so ganz doof ist. Dem gebe ich also jetzt eine Farbe. Ich hatte gerade gesagt, ein sehr dunkles Grau. Das ist 333333. Dann möchte ich noch, dass der Text bitte schön fett gesetzt wird. Und zu guter Letzt möchte ich, dass er nicht unterstrichen wird, denn Anker, wissen wir ja, werden per Voreinstellung vom Browser
unterstrichen. Das möchte ich aber nicht und deshalb sage ich Text Decoration None. Also ich möchte hier keine Dekoration unter den Links haben. Und jetzt sehen wir, dass weitere Informationen da steht. Und das ist schon ziemlich genau das, was wir hier unten unter mir sehen. Eine kleine Feinheit möchte ich allerdings noch anbringen. Und zwar möchte ich gerne, dass wenn der Benutzer hier den Maus über einen Verweis bewegt, dass dann doch eine Unterstreichung erscheint. Und das kann ich erreichen, indem ich hier festlege mit A:Hover. Also wenn der Mauszeiger über einem Anker schwebt, dann soll bitte schön eine Text Decoration Underline erscheinen. Das speichern wir hier drüben wieder, laden das neu und jetzt hat sich erstmal scheinbar nichts geändert, aber sobald ich jetzt den Mauszeiger hier über einen der Links bewege, sehen wir, dass da der Unterstrich erscheint, die Unterstreichung erscheint. So, und damit sind wir im Grunde genommen fertig. Wir haben die Seite so weit gestaltet, wie wir das hier in dem Bild unter mir sehen. Allerdings haben wir noch ein bisschen was an Arbeit vor uns. Wir wollen uns nämlich noch kümmern um den Whale Rider, also um unser Dokument, was wir hier ja noch haben, was wir uns noch gar nicht angeguckt haben. Das ist die andere Datei, die wir hier liegen haben, whalerider.html. Die öffne ich jetzt auch einmal. Und der möchte ich jetzt sagen, dass sie bitte auch erst schon mal auf jeden Fall dieses Stylesheet verwenden soll, was wir da gerade erstellt haben. Und das kann ich jetzt ganz einfach machen, indem ich das hier einmal kopiere, die Zeile. Dann gehe ich hier hinüber und kopiere die hier rein. Und wenn ich das dann hier drüben neu lade, dann sehen wir, dass sich das Layout schon ganz gut geändert hat. Da hat sich einiges getan, weil jetzt natürlich unser Stylesheet auch hier gültig ist. Das könnten wir jetzt noch verfeinern und könnten noch ganz viele Sachen damit machen. Ich möchte nur eine einzige kleine Sache machen. Und zwar möchte ich gerne, dass hier oben dieser Einleitungstext, den wir hier sehen, dass der in fetter Schrift erscheint. Wie kriege ich das hin? Nun, ich sehe ja hier, das ist ein normaler Absatz, den wir hier haben. Ich könnte jetzt für P sagen, dass es fett sein soll, also Font Weight Bold. Wenn ich das aber mache, würde das natürlich bedeuten, dass außerdem dieser Absatz auch fett würde und alle weiteren Absätze, die wir auf der Seite haben, ebenfalls. Noch schlimmer allerdings, weil ich das ja in unserer hübsch.css mache, die ja in beiden unseren HTML-Dateien verwendet wird, würden auch hier alle Absätze auf einmal fett werden. Das ist so etwas, was ich auf gar keinen Fall will. Wie kriege ich es jetzt hin, dass nur genau dieser eine Absatz hier fett gemacht wird? Dafür können wir eine Klasse verwenden. Ich sage also, du bist ein ganz besonderer Absatz. Und zwar bist du ein Absatz, ich nenne den mal vom Typ Einleitung. Der Name ist beliebig, also nur ASCII-Zeichen sollte man verwenden, keine Umlaute, keine Leerzeichen und sowas. Aber ansonsten ist dieser Name beliebig. Und so sage ich also, du bist ein ganz besonderer Absatz. Das macht jetzt so erstmal noch gar nichts. Wenn ich das hier drüben neu lade, passiert überhaupt nichts, ändert sich nichts. Aber was ich jetzt machen kann, ist, dass ich in meiner CSS-Datei sage, nur Absätze vom Typ Einleitung sollen eine bestimmte Formatierung bekommen, nämlich, dass deren Fontweight bitteschön bold sein möge. Und wenn wir das festlegen und uns das hier drüben angucken, dann sehen wir jetzt, dass dieser eine Absatz tatsächlich fett geworden ist, während alle anderen Absätze normal geblieben sind. Und auf dieser Seite hier hat sich ebenfalls nichts geändert. Alles ist genauso, wie es vorher war. Damit sind wir dann auch schon durch mit unserem kleinen Beispiel. Wir haben nun das kleine HTML-Beispiel von neulich genommen und mit Stil versehen, also mit einem Stylesheet. Das ermöglichte uns, die Seite so zu gestalten, ihr ein Design zu verpassen, das so aussieht, wie wir, also in diesem Fall ich, es gerne möchten. Wir können das natürlich nun noch weiter verfeinern. Wie schon gesagt, gilt auch für dieses Video wieder, dass ihr hiermit weiter herumspielen solltet und alle diese Dinge gerne auch an eigenen Inhalten selber ausprobiert. Ihr könnt auch dieser Seite ein vollkommen anderes Layout geben, so wie ihr diese Seite gerne gestalten möchtet. Man kann hier wirklich nichts kaputt machen, vor allem, wenn man zwischendurch immer wieder die eigene Arbeit sichert. Wenn die Seite dann nicht so aussieht, wie ihr euch das vorstellt, müsst ihr genau schauen, wo vielleicht ein Haken sein könnte, wo ihr vielleicht einen Buchstabendreher eingebaut habt, wo ihr etwas vergessen habt, zum Beispiel einen Schrägstrich, ein Semikolon oder ein schließendes Tag. Das ist alles durchaus mühselig und alles andere als einfach. Eben sah das vielleicht alles recht einfach und glatt aus, aber häufig zeigt sich in dem Moment, in dem man so etwas selber machen möchte, dass es doch immer wieder kleine Haken und Ösen gibt, an denen man hängen bleiben kann. Damit schließen wir dieses Kapitel HTML mit CSS auch schon ab. In den nächsten Videos werden wir uns dann mit ganz anderen Themen beschäftigen. Wir werden ein wenig über das theoretisieren, was wir in den letzten Videos kennengelernt haben. Da werden wir uns also eher theoretische Aspekte angucken, gewissermaßen einen Blick von oben auf das Ganze werfen. Die Themen werden dann Grammatiken und formale Sprachen sein. Mit dieser Perspektive analysieren wir HTML und CSS auf einer ziemlich abstrakten Ebene.
Aber das wird dann erst in Kürze unser Thema sein. Für diesen Themenblock verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.